Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Die Siedler 1. Ja, das letzte Mal haben wir die Hauptquartier oder das Hauptquartier vom Lilan zerstört. Ich habe, glaube ich, nochmal, ja, ich hatte es nochmal versucht, so ein bisschen hier was aufzubauen. Ich würde aber auch ganz, ganz gerne sinnlose letzte Baracken zerstören, die wir jetzt nicht brauchen. Weil wir haben das Problem, wenn wir jetzt Einheiten nachrekrutieren, gehen die halt dorthin, wo sie nicht hingehen sollen. Ja, und da fehlen die uns. Besonders hier mit der Sache mit den Lilan, der eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht als potenziell gefährlich eingestuft ist. Ja, hätte ich sie doch gern an den Stellen, wo ich halt gut angreifen kann und wo ich sie auch brauche. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, wie das jetzt wird. Wie gesagt, meine ganzen Teile laufen im Dauermodus. Aber es sind halt wirklich extrem viele Baracken, die jetzt besetzt werden müssen. Ja, und es gehen nach und nach die Bergwerke aus. Also ich glaube, das müsste jetzt schon das vierte, fünfte Kohlebergwerk sein, was mich verlässt. Ja. Wir bauen halt immer mal wieder aus oder bessern aus. Gold ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ich würde halt schon gern... Ah, hier fehlen sie auch. Ich weiß, ich wollte viele Truppen bauen. Aber unsere Motivation ist zum Eingestiegen. Und ja, wir haben noch viele Anfängertruppen. Aber 48 und 26 Soldaten sind ja jetzt auch nicht wenig. Es ist halt, wie gesagt, das größte Problem, dass wir sehr, sehr viele Baracken eingenommen haben. Und bis die erstmal alle vollgelaufen sind, inklusive unsere Burgen, die jetzt etwas näher am Geschehen dran sind, dauert es enorm lang, bis das alles so ein bisschen ausgefüllt ist. Ich würde es aber schon gern so versuchen, dass wir das so irgendwie hinbekommen. So. Und da schauen wir einfach mal, ob wir doch irgendwie... ja, das Hauptquartier zum Fall bekommen. Wir haben drei riesige Burgen ringsherum. Um das Hauptquartier, die jederzeit angreifen könnten. Wenn sie voll genug sind. Wir haben hier Gold, was ich eigentlich noch hätte nutzen sollen, aber es nicht gemacht habe. Da könnten wir im Notfall auch nochmal ausbessern. Wir haben aber auch noch Goldbergwerke, die laufen. Und ich hatte noch dieses eine Goldbergwerk, was ich da in der Prärie verirrt hatte. Das habe ich auch noch nicht nutzen müssen. Wir können aber auch gleich nochmal versuchen, ob wir noch irgendwelche neuen Rohstoffe finden. Ihr merkt, ich spiele auf Zeit. Aber auf Zeit, dass die Teile es schaffen, noch genug Soldaten nachzuproduzieren. Ihr braucht keine Angst haben, ich werde auf jeden Fall, versprechen wir, in dieser Folge noch schaffen, diese Mission zu beenden. Komplett. Komplett beenden. Ich werde es versuchen. Aber ich denke mal, das muss einfach möglich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch so viele Truppen drin haben. Ziel ist es wirklich, mein größtes Ziel ist es, das Hauptquartier zu zerstören. Na, wir sind jetzt auch nochmal extrem von der Militärstärke angestiegen. Also wir liegen jetzt weit drüber. Könnte ein gutes Zeichen sein. Dass wir das vielleicht wirklich in dieser Folge schaffen. So. Bauen hier gleich nochmal so eine Abkürzung mit, da ich ja immer wieder Stauprobleme habe. Was die Bergwerke betrifft. Aber Granitbergwerke brauche ich jetzt nicht wirklich. Wenn ich mich hier so umgucke, wir haben ja noch so ein paar Steine ringsherum liegen.
Und wenn ich das schon sehe, ey, was hier am Umlagern und Versenden ist an Waffen. Unheimlich, oder? Krass. Na gut. Bau erstmal so ein Steinbergwerk. Ob das jetzt wirklich noch so viel Sinn macht oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. So, ansonsten haben wir eigentlich größtenteils alles, was wir brauchen. Und die Waffenproduktion geht auf jeden Fall auch weiter. Ist ein gefährliches Ort, wo er das Zeug eingenommen hat, ne? Aber Lebensmittel haben wir so viel da. Also da können wir so viel draus machen. Eigentlich könnte ich schon fast, wenn ich die Spitzhacken dazu habe, vorausgesetzt, ich habe die Spitzhacken dazu, ja, eigentlich so fast alle Bergwerke betreiben gleichzeitig. Wenn das mit dem Stau immer mal wieder hinhaut. So, jetzt haben wir schon 62. Also die normalen Soldaten sind auf 62 angestiegen, die anderen auf 30. Ich würde es gern versuchen. 31, volle Möhre. Also jetzt wollen wir es wirklich wissen. Ich möchte dieses Hauptquartier noch in dieser Folge zu Fall bringen. Werden wir es schaffen. Ich bin gespannt. Mit 31 Soldaten gehen wir hier wirklich zu Potte jetzt. ...65% Militärstärke. Der andere liegt jetzt gleich bei 30%. Wir steigen sogar noch weiter auf 70. Also ihr merkt auch wieder, wenn ihr das mal beobachtet, nur weil es ein Rekrut ist, so ein Anfängerrekrut, muss der nicht unbedingt schlecht sein, ne? Das will ich unbedingt nochmal betonen. Auch wenn ich ab und zu mal schlecht von denen rede, also nicht immer begeistert bin, wenn ein Rekrut angreift, aber die können auch schon sehr überraschen. Besonders wenn die motiviert sind, ne? Also wir haben ja so eine hohe Motivationsrate, was das Gold betrifft, und das spiegelt sich auch nochmal wieder. Natürlich wäre es gut, wenn es ein Supersoldat wäre. Die haben es wirklich drauf. Keine Frage, auch die Goldenen. Aber es kann auch mal sein, dass ein Goldner noch eher fällt wie ein Rekrut. Muss man nicht verstehen, alles Zufall. Aber es wäre halt geil, wenn man die schon hätte. Aber die Ausbildung für so goldene Soldaten dauert hier extrem auch lang, ne? Aha, wir sind jetzt schon mal weiter auf 25% Militärstärke vom Roten gefallen, ne? Wie gesagt, Verstärkung ist schon da. Ja, es fällt weiter und weiter. Der Goldene konnte das Ding noch abwehren. Den hat er auch noch abgewehrt, aber wir haben so viele Soldaten hier. Immer schön drauf. Gleich sind wir bei 20%. Erstmal in Ruhe abreißen hier. Hier haben wir noch so ein Goldbergwerk, was wir mit nutzen können. Lassen die jetzt erstmal kurz kämpfen. Weit war es ja nicht, ne? Gleich mal hier unten noch angreifen. Dass das mit der Militärstärke noch viel, viel klarer wird. Oh! Wir haben es geschafft! Sieg! Wir haben gewonnen! Wow! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, da ist noch ein bisschen mehr Bums dahinter. Aber nein, wir haben gewonnen. Genau das, was ich erreichen wollte. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage bis dahin. Euer Buddy und ciao!